Nun noch einmal ein ausführliches Video von der Demo gegen die Schließung der Geburtshilfestation in der Kreisklinik Wolfhagen. Wir protestieren gegen die Schließung der Geburtshilfe in der Wolfhagen Klinik. Ja, wir begrüßen Sie alle sehr herzlich, dass Sie mit Ihrem Schritt heute hier gezeigt haben, Gesundheitsholding Nordhessen, schau auf Wolfhagen, eine Stadt steht auf. Sie sind das lebendige Beispiel dafür. Also, was wir bisher sehen konnten, die Klinik Holding Nordhessen betreibt ein Verwirrspiel mit uns, wir, den Bürgern hier in dieser Region. Wir wollen, dass unsere Klinik und quasi auch die Geburtshilfe weiter erhalten bleibt, auch hier in unserer Nähe. Und dazu gehört natürlich eben auch die Geburtshilfe. Wir fahren nach Kassel, hängen den Sonntag mal oben in den Kasten. Wir fordern von den Politikern in unserem Landkreis Kassel, denen wir mit unserer Stimme unser Vertrauen ausgesprochen hatten, dass sie sich wieder für die Menschen in unserer Region einsetzen. Von AKG, die haben nämlich zwei Manager auf der Toilette eingesperrt. Und da sind sie reich geworden. Ja, wir müssen wieder Ihre Verantwortung für eine menschennahe Gesundheitsversorgung hier in der Region wahrnehmen. Dazu bitten wir, dass sich die Politiker einsetzen und sich stark machen. Herr Sontheimer, verkaufen Sie nicht die Zukunft junger Familien im Wolfhager Land. Sorgen Sie vielmehr für ein menschennahes Gesundheitswesen. Denn mit einer Schließung unserer Geburtshilfe kann man den Geburtenrückgang nicht aufhalten. Wir haben natürlich auch eine große Sorge, dass neben den zahlreichen Einrichtungen, die schon aus Wolfhagen in den letzten Jahren verschwunden sind, nun auch an unserer Klinik gerüttelt wird. Also nicht nur an der Geburtshilfe, sondern dass die ganze Klinik auf dem Spiel steht. Und eins können wir den Managern oder den Gesundheitsmanagern versprechen. Wir sind politische Bürger mit unseren jungen Familien und wir beobachten ganz genau, was die Menschen machen, die im Vorstand sitzen dieser Gesundheitsholding. Und wir passen auf, dass eine menschenfreundliche Gesundheitspolitik gemacht wird. Deswegen sind wir hier. Der Herr Telenius wollte eigentlich heute hier sein. Das ist der Stellvertreter von Herrn Sontheimer. Ich hoffe, er ist auch hier und wird auch Rede und Antwort stehen. Ich freue mich und ich bin dankbar, dass er heute auch hier ist. Wir sind uns alle einig, die Geburtshilfe in Wolfhagen langfristig zu erhalten. Aber unsere Enttäuschung, Fassungslosigkeit und das Unverständnis über die Entwicklung in den letzten Monaten ließen den Bürgerinnen und Bürgern nichts anderes übrig, als auf die Straße zu gehen. Lieber Herr Landrat, lassen Sie es mich ruhig mal sagen, wenn man denn nicht weiter weiß, dann bildet man einen Arbeitskreis. So ist das nun mal. Auch der zwischenmenschliche Umgang miteinander, Herr Telenius, Herr Sontheimer und die Belegärzte und Hebammen, zeugen nicht von guter Harmonie und Personalverantwortlichkeit in der Holding. Gegenseitige Vorwürfe bringen uns nicht weiter in der Sache.
Liebe Versammlungsteilnehmer und Teilnehmerinnen, Sie können es mir glauben, auch der Umgang mit uns Freizeitpolitikern in dieser Sache war respektlos und ein Tritt in den Hintern für die Ehrenamtlichen hier in Wolfhagen. Viele und auch gerade der Älteren, ich habe hier Wolfgang Hensel, er ist ja der Vertreter der Behinderten hier in unserer Region, der will auch einige Worte sagen. Danke. Ja, danke schön. Natürlich habe ich als Behindertenbeauftragter mit der Schließung der Geburtenstation nicht so direkt zu tun. Aber die Vorgehensweise der Holding stimmt mich nachdenklich. Sie erinnert stark an die Art und Weise, wie die Klinik in Helmershausen erfahren hat. Reduzieren, verunsichern, schließen. Als kommunaler Beauftragter für Menschen mit Behinderungen hier in Wolfhagen vertrete ich allein momentan 2845 vom Versorgungsamt anerkannte Behinderte und das Krankenhaus, das allen Bürgern des Kreises gehört, für die Zukunft leistungsfähig zu erhalten. Wolfhagen hat in den letzten Jahren schon genug eingebüßt. Liebe Bürgerinnen und Bürger des Wolfhager Landes, als Bürgermeister der Gemeinde Bad Emstal möchte ich es natürlich mir nicht nehmen lassen, auch hier ein paar Worte zu sagen, denn das ist nicht nur das Krankenhaus der Stadt Wolfhagen, sondern das ist unser Krankenhaus, das Krankenhaus des Landkreises. Wir sind zutiefst enttäuscht und wurden davon überrascht, dass die Klinik oder beziehungsweise die Geburtsstation, aber vielleicht sogar die Klinik irgendwann mal geschlossen werden soll, die Geburtsstation jetzt. Und wir lassen uns das nicht bieten. Und auch wir werden am Montag eine Resolution verabschieden in dem gemeindlichen Gremium des Vorstandes, in dem wir auch nochmal zu der Schließung der Geburtsabteilung Stellung nehmen. Und wir lassen uns das nicht bieten. Und Wolfhager, wir stehen an eurer Seite. Seid euch sicher, wir werden gemeinsam kämpfen. Und ich fordere alle politischen Gremien auf, die dafür zuständig sind, endlich was zu tun und in Zukunft uns bitteschön auch mal vorher zu informieren. Ich habe nichts gegen die HNA, die ist prima, aber ich würde gerne solche Entscheidungen auch mal vorher hören und nicht aus der Zeitung davon erfahren. Vielen Dank. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, dass ich hier in Wolfhagen mit meinen Kollegen sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Wir sind ein so gutes Team und ich bin der Meinung, wir machen gute Arbeit und die sollte man auch weitermachen können. Ja, wir haben noch unseren Bürgermeister hier von Wolfhagen, Reinhard Scharke. Dann darf ich dir das Wort erteilen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin überwältigt, wie viele Menschen heute den Weg gefunden haben, hier an dieser Demonstration teilzunehmen. Es ist nicht nur Wolfhagen, es ist die Region, es ist das Wolfhager Land. Herzlichen Dank an Sie alle, auch an meine Kollegen. Ralf Heifer hat ja schon für alle gesprochen, auch der Kollege aus Naumburg ist da, aus Habichtswald. Schön, dass das so ein starkes Signal ist für den Erhalt dieser Geburtshilfe. Wenn wir der Zeitung Glauben schenken dürfen, Herr Müller steht gerade neben mir, ist das Thema erledigt, gibt es keine weitere Geburtshilfe in Wolfhagen. Ich glaube das nicht. Wir kämpfen darum. Wir haben es vorhin schon gehört. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Wir wollen gewinnen. Ich will, dass diese Geburtshilfe weiter bestehen bleibt. Ich habe gestern mit dem Landrat gesprochen, mit Vertretern des Landkreises, mit einem Vertreter der Geschäftsführung, der Tenenius war mit dabei. Und es wird weitere Gespräche geben. Ich habe mit allen... mit den Belegärzten, mit allen Belegärzten gesprochen. Die Bereitschaft ist da, ist mir klar signalisiert worden. Wir machen weiter, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Das ist ein tolles Signal. Herzlichen Dank dafür. Und deswegen geht es jetzt darum, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass es auch möglich ist. Denn auch die Ärzte müssen in einem sicheren Umfeld leben und arbeiten, damit sie auch eine tolle Arbeit leisten können. Wenn hier Unsicherheiten bestehen, geht das selbstverständlich nicht. Die Bereitschaft ist da und ich darf Ihnen sagen, fraktionsübergreifend, alle politischen Vertreter in Wolfhagen haben mir signalisiert in einem interfraktionellen Gespräch, wir stehen komplett hinter dieser Geburtshilfe und wir sind bereit, nicht nur zu reden, wir sind bereit, uns einzubringen. Wir sind bereit, finanzielle Mittel locker zu machen, diese Umbauarbeiten oder was auch immer auf uns zukommt, zu unterstützen. Damit hat die Stadt Wolfhagen hier einen klaren Block eingeschlagen für diese Einrichtung. Und das habe ich gestern im Landkreis sehr deutlich gesagt. Und ich hoffe, dass der Landkreis und andere mitziehen und dass wir es dann gemeinsam schaffen, diese wichtige Einrichtung zu erhalten. Aber meine Damen und Herren, lassen Sie mich nur eins sagen, es ist viel auf den,
auf die Geschäftsführung, auf den Vorstand geschimpft worden. Vieles ist gesagt worden, auch zu Recht gesagt worden. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass das, was hier in Wolfhagen heute geschieht, Signalwirkung hat für unser gesamtes Land. Es kann nicht sein, dass in Berlin Entscheidungen vorbereitet werden, getroffen werden, die letztlich dazu führen, dass die Finanzausstattung der Krankenhäuser auf dem flachen Land immer schwächer wird. Wir strampeln uns ab vor Ort. Wir machen Förderprogramme. In Wolfgang gibt es ein Förderprogramm zur Ansiedlung von Hausärzten und strengen uns an, bringen hier Leistungen ein, damit es weitergeht. Und in Berlin werden die Fäden so gesponnen, dass die Mittel immer geringer werden und auf dem flachen Land letztlich die Lichter ausgehen. Das kann nicht sein. Es muss heute auch ein klares Signal, und es geht auch ganz sicher aus, ein klares Signal an unser Land, an Wiesbaden, besonders an Berlin, dass man Rahmenbedingungen schafft, dass die Lebensverhältnisse auf dem flachen Land nicht abgehangen werden. Wir brauchen gleiche Lebensverhältnisse in Deutschland, und das muss mal wieder eine Vision für unser Land sein. Ich kann nicht alles nur nach wirtschaftlichen Kriterien entscheiden und dann gucken, was dabei rauskommt. Da müssen wir uns gegen wehren, und das kann so nicht weitergehen. Deswegen ein klares Signal auch an Berlin und an unsere Vertreterinnen und Vertreter, die gewählt sind, in Berlin hier klar Flagge zu zeigen. Unsere kommunalpolitischen Vertreter, die sind auch benannt worden, die können da nicht viel für. Die haben die Suppe auszulöffeln. Entscheiden tun das andere. Deswegen muss ich die mal ein bisschen hier in Schutz nehmen, denn die bemühen sich, aber können das letztlich nicht entscheiden. Ich hoffe, dass es uns gelingt, gemeinsam die Einrichtung zu erhalten. Ich werde alles dafür tun. Auch Herr Tilinius hat klar gesagt, er ist offen für Gespräche. Auch er ist bereit, Wege zu gehen und zu finden. Ich hoffe, es klappt. Sie haben hier einen großartigen Job gemacht. Herzlichen Dank für Ihre große Teilnahme. Es war wunderbar. Super. Ja, wir haben noch eine junge, eine kleine Stimme. Die wollen wir jetzt noch hören. Hallo, hier ist sie, das fiese Loch. Ich habe einen kleinen Bruder. Wo sollte der denn sonst geboren werden? Ja. Dankeschön. Super. So, die Frage ist natürlich, soll es das gewesen sein mit dieser Demo heute? Nein. Und zwar haben wir schon so einige Anregungen auch bekommen. Volker Schäfer ist so einer, der uns auch schon so eine Anregung gegeben hat. Und dazu kann er selber ein bisschen was sagen. Danke. Ja, hallo, vielen, vielen Dank. Das Wolfhager Land steht auf für unser Krankenhaus. Hierbei zu sein, das ist ein richtig gutes Gefühl. Ich danke allen, die heute hier sind. Und ich habe eine Idee gehabt, wer voriges Jahr im Mai im Kino war, im Programmkino hier in Wolfhagen und Willkommen in der Bretagne gesehen hat, der weiß, dass es auch andere Regionen gibt mit ähnlichen Problemen. Die Franzosen machen das ein bisschen tougher als wir hier, aber das ist ein wunderschöner Film, der zeigt, dass eine Geburtshilfestation in der Bretagne in einem kleinen Ort platt gemacht werden soll, aus eben wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Und da solidarisiert sich auch eine ganze Region, so wie hier das heute stattfindet. Und ich wünsche mir, dass es ähnlich wie in diesem Film mit all unserem Engagement, mit all unserer Kraft, dem Zorn, der jetzt hier ist, der sich in positive Energie umwandeln wird, dazu führen wird, dass auch diese Geburtshilfestation hier in Wolfhagen bestehen bleibt. Es geht um unser Krankenhaus. Zeit und Ort entnehmen Sie bitte nächste Woche. Der Rhein-Ader Norbert ist hier, der wird das dann bekannt geben. Es gibt schon Gespräche mit Kai Mellinghoff, der schon signalisiert hat, da mitzumachen. Und ich würde mich freuen, wenn da ganz, ganz viele dazukommen, anschließend vielleicht eine Aktion irgendwo in Wolfhagen noch ist. Ich würde mir wünschen, wenn da ähnlich viele nach Wolfhagen kommen würden und diese Aktion unterstützen würden. Vielen, vielen Dank. Wenn die Gespräche in der nächsten Zeit nicht anlaufen zur Unterstützung, wir wollen am 1. Februar, sollte bis dahin der Klinikteil der Geburtshilfe geschlossen werden in Wolfhagen, veranstalten wir in Kassel vor der Klinik eine Mahnwache, zu der wir alle einladen. Und jetzt einen sehr guten Nachhauseweg und vielen Dank. Und ich bitte Sie jetzt zu beachten, die Demo ist hiermit beendet. Und ja, ich wünsche einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Tschüss!